So, eine kleine Abfahrt, Sattel runter zum Warmfahren, mit ein paar Wurzeln das Fahrwerk mal einfahren. Ich mache mal auf Off. Genau, dann habe ich da keine bösen Überraschungen. Also ein kleiner Mini-Trail hier in Sauerland, aber direkt eine kleine Wurzelbehandlung. Ui, okay. Oh, das ist sehr geschmeidig, würde ich sagen. Okay, war gut, dass die Wurzeln nicht so nass sind. Eieieiei. Ui. Oh yeah. Wow. Die Linien, weil bin ich schon länger nicht mehr gefahren. Okay, wow. Gleich mal abdrücken. Und, ui, Achtung, Ast. Ah, das Laufrad vorne. Ja, ah, okay, der liegt quer. Und einmal drüber. Ja, ah, hätte ich jetzt Tempo mit dem Bein hier machen können. Okay, und hier runter. Oh, breiter Lenker. Hey. Okay. Das lief gut. Ha. Vorne das Laufrad groß, hinten klein, kurze Kettenstreben. Doch, das fährt echt angenehm. Guter Mix. Dann geht's jetzt weiter. Hi, liebe Leute. Ich bin's wieder, Marc von Biken TV und Velototal. Ja, und ihr habt's am Titel schon gesehen. Es geht um das Thema Laufradmix. Die Amis, die sagen die Mulet Bikes. Also diese Kombo, dass man größeres Vorderrad hat und ein kleineres hinten. In der Regel 29 vorne und 27,5 hinten. Das soll quasi das Beste aus beiden Welten vereinen. Diese Überrolleigenschaften vom 29er, aber auch die Wendigkeit von einem kürzeren Heck, dass man natürlich zum Beispiel Spitzkehren oder Manual, Bunnyhop, so Sachen, dass das besser funktioniert. Ja, und ich möchte einfach mal meine Erfahrung jetzt nach dem mehrwöchigen Test mit dem Infront Bikes IF2 wiedergeben und ja, meine Meinung allgemein dazu. Das Thema ist nicht ganz neu. Manche Firmen, zum Beispiel Lightwheel, haben das schon länger. Ich finde zum Beispiel super gut, wenn Fahrer oder oft Fahrerinnen, also Bikerinnen mit sehr kurzen Beinen, die sehr klein sind, also generell eine kleine Körpergröße haben, dass die zum Beispiel 29er vorne oder 27,5, das wäre jetzt normal, aber es geht auch die Kombo 27,5 vorne und 26 Zoll hinten. Weil manche kleine Fahrer haben oder Fahrerinnen haben sehr Probleme, in Manual zu kommen oder so. Und ja, da kann man sich das mit dem kleineren Hinterrad auf jeden Fall leichter machen. Ja, und Scale Sizing hat das zum Beispiel Lightwheel immer genannt. Da kann man sich quasi das Beste da rauspicken. Ja, und meine Meinung, meine Erfahrung war, ich finde es funktioniert sehr gut. Und wahrscheinlich ist die, das, was quasi in der Theorie gesagt hat, wird, hat sich für mich auch so angefühlt. Ich bin nicht so der Fahrer, der so jede Kleinigkeit, jede Lenkwinkelveränderung oder so total krass spürt und sagt, ah, krass, also das machen zum Beispiel so Testfahrer für Magazine oder World Cup Fahrer, die haben da noch mehr Gespür für. Ich habe das dann eher so allgemein, so, ach, das fühlt sich ganz gut an, etwas wendiger oder so, ich kann das dann nicht so mega präzise unterscheiden oder spüren. Aber das mit dem großen Laufrad vorne, mit dem 29er, das hat mir echt gut gefallen und ja, und da sage ich jetzt gerade für Leute, die vielleicht nicht ganz so groß sind, ist das eine gute Lösung. Und ich denke mal jetzt das Thema Praxisbezug, wie ist das mit Schlauch und so. Also man kann einen 29er Schlauch auch in 27 Halblaufrad tun, aber viele fahren eh ohne Schlauch. Ja, und mit den Reifenstandards, ja, ich denke mal beides kriegt man auch. Da habe ich jetzt noch nicht viel Erfahrungsschatz, weil ich habe das Rad ja nur ein paar Wochen gehabt und hatte auch keine Reifenwechsel oder so. Ja, aber viel mehr kann ich dazu eigentlich sagen. Ich würde sagen, Optik ist immer eine Geschmacksfrage. Ich finde, man sieht es gar nicht so krass. Muss man schon hingucken. Und wenn es einen nicht stört, dann kann man ja den Praxisnutzen in den Vordergrund stellen. Ja, meine Frage an euch. Wie ist eure Meinung und eure Erfahrung? Ist das für euch relevant? Also ich habe natürlich gesehen, im Downhill World Cup wird auch viel damit gemacht. Und das ist natürlich so die oberste Liga, was so das technische Mountainbiken angeht. Also zumindest Downhill, Cross Country auch spannend. Ich glaube, bei Enduro fahren die meisten 29er vorne hinten. Aber auch da entscheiden die Fahrer individuell. Ich bin auf eure Meinung gespannt. So, also hier geht der Abzweig links auf den Trail. Das ist jetzt quasi der Zubringer-Trail. Weil ich will ja meinen technischen Trail mit Kehren fahren. Und so, Sattel mal runter. Okay, da auf dem Weg zu dem Kehren-Trail habe ich jetzt hier so einen kleinen Zubringer, der auch Spaß macht, wo man ein bisschen schneller fahren kann.
als auf dem Kehrentrail, der eher so eng und technisch ist, ist und auch jetzt nicht verblockt. Ja, ich wollte einfach mal gucken, wie sich das Rad hier schlägt. Die Magura-Bremsen, ich fahre ja sonst andere. Ja, will ich einfach mal gucken. Ja, ready to go. Gucken wir, ob der Weg sehr matschig heute ist. Es hat ein bisschen geregnet in den letzten Tagen. Ah, okay. Hier mal abziehen. Oh, das Vorderrad, das hat aber echt gute Traktion. Ja, naja, nicht so richtig nass. Ist nicht. Ja. Ah, okay. Hier geht's lang. Da war eigentlich mal ein Zaun. Okay, der ist weg. Wow, ja. Yeah. Und. Oh, der Lenker ist so breit. Man muss immer ein bisschen gucken. Wow. Das ist ja. Oh, okay. So, jetzt muss ich ganz kurz den Sattel hochmachen, auf Eco gehen, habe ich den guten Gang drin, weil es geht direkt hier wieder hoch. Ah, sieht man schon die Schilder, ich muss zum Kamin und da ist auch der Einstieg zu dem Spitzkehrentrail. Ja, okay, da freue ich mich drauf.